Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich herzlich zum Retro Friday begrüßen. Wir spielen mit der Mario Kart Party 2 und heute mit einem Gastkommentator. Ja, das ist richtig. Der Walle, der ein bisschen rumleckt. Echt, das ist schon wieder Ja, das. das ist richtig. Ja, das ist richtig, dass er rumleckt. Wir waren in der letzten Folge oben in der Space Station. Waren zweite, weil wir keine Sterne hatten, weil Luigi sich alles abgestoppt hat, die Missgeburt. Und ja, Mario wollte sich gerade einen Stern holen, hat dann aber erkannt, dass er nur drei Münzen hatte. Wahrscheinlich kriegt den Stern eh wieder Luigi, weil sonst kriegt den ja keiner. Oder das. Was ist jetzt passiert? Change Time. Oh nee, jetzt verändert sich irgendwas. Bitte steh dir keine Münzen von mir. Okay, irgendwas mit. Spring doch mit Luigi. Und mit mir. Was passiert? Hä, was? Was passiert? Wir müssen unsere Münzen und unsere Sterne tauschen, oder was? Ach ja. Luigi. Luigi hat mit mir Sterne und Münzen getauscht. Das hat ich. Jetzt habe ich zwei Sterne und 52 Münzen. Er hat einfach keine Sterne mehr. Ja, Dankeschön. gut, das ist richtig. Oh, jetzt muss ich die Aufnahme unterbrechen, weil mich meine Schwester stört. Und da sind wir wieder zurück. Anscheinend haben meine Haare die Dusche blockiert, weil ich mich demnächst rasiert habe und dann nicht die Haare weggemacht habe. Schande über mich. Wir haben eine 4 gewürfelt. Ach nee, ich komme auch auf die scheiß Change Time. Ich mache zuerst das mit den Münzen, weil dann passiert mir nicht das gleiche wie Luigi. Okay, der muss 30 Münzen dem geben. Nimm jetzt erstmal jemand anderes, dass es nicht ich bin. Okay, wenn ich jetzt Glück habe, dann treffe ich mich. Ah, Luigi, okay, Mario hat sowieso keine Münzen, das sind sowieso nur 6, also ist das eigentlich egal. Hier, viel Spaß mit deinen 6 Münzen, Luigi. Bitteschön. Vielleicht ist es ja ein kleiner Trost, dass er mir gerade alle Sterne und Münzen geben musste. Weil Warum er mobbst du bestimmt. denn eigentlich gerade so? Hä? Warum mobbst du denn gerade so? Ja, Luigi hat ja das verdient, der war Erster, nicht ich, hallo? Gut. Was ist da, ja. Jetzt passiert irgendwas Böses. Energieaufladung auf 300%. Bowser Münz. Münzbeam feuerfrei jetzt. Stopp. Vorgang abbrechen. Keine Spur von Münzbesitzern. Feuer sofort einstellen. Und es ist nichts passiert. Really? Warum geht's jetzt da durch? Was machst du? Sie hat das Tor geöffnet, geht aber nicht durch. Ja, das ist mal wieder reine Intelligenz hier. Blöd, dass du es halt nicht siehst, was ich mache, wa? Egal. Mach doch Teamviewer an. Du Missgeburt. Ich hab schon die Aufnahme, da muss ich synchronisieren, da hab ich keinen Bock drauf, weil wegen Facecam. Bist ein richtiger Mongo. Dann mache ich eine kurze Unterbrechung nur für Walle. Bis gleich. Hallo, wir sind zurück und Walle sieht jetzt auch alles. Ja, das ist Das richtig heftig. Spiel kenne ich schon, dann müssen wir die Torteile gegen die Torköpfe öffnen. Am Anfang ist es noch einfach, aber dann wird es immer schwerer, weil es wird immer schneller. Oh, das war schwer. Okay, es wird immer schwerer. Das war auch richtig schwer.
Okay, aber die Dings verkacken trotzdem die Computer, was das Scheiße sind. Das war auch einfach. Siehst du es eigentlich flüssig oder leckt's? Nee, ich seh's flüssig. Das war auch einfach. Und jetzt ist eigentlich nur noch reines Glück. Ich spring jetzt einfach dauerhaft. Jetzt! Nein! Mario macht übrigens. Oh, Luigi macht ja auch Konkurrenz. Oh, Mario ist auch schon bei 4. Ja, ich hab's geschafft! Yay! Yeah. I won! Eine Missgeburt! Guck, süß, ich bin der Erste, weil ich 2 Sterne alles habe und die 2 Sterne hatte vorher Luigi, aber er hat sie mir einfach gegeben, weil er auf seinen Change-Teil gekommen ist. Und da ist der Stern-Dings von Tod, da müssen wir jetzt hinlaufen. Ich finde es auch geil, wie die Computer immer so dumm sind und immer versuchen, zu einem Stern zu kommen, selbst wenn sie zu wenig Münzen haben. Das kannst du gerade wunderschön an Mario sehen, der zweimal die gleiche Richtung läuft, obwohl er immer noch keine 20 Sterne für den... keine 20 Münzen für den Stern hat. Guck, er ist einfach zweimal dran vorbeigelaufen. Digimongos. Ja gut, ich kann mir den Stern sowieso gleich holen. Ah ne, Luigi hat ja auch genügend. Damn it. Egal, ich habe ja dafür 2 Sterne von ihm schon bekommen. Und so viele Runden haben wir gar nicht mehr. Deswegen ist mir der eine Stern von dir auch scheißegal, du Hurensohn. Wo gibt's den nächsten Stern? Da unten. Mal gucken, ob ich da mal schneller hinkomme als die anderen. Das will ich jetzt sehen, Patrick. Hm? Das will ich sehen. Dass ich den Stern krieg? Ja. Das würde ich auch sehen. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Wo ist der da, wa? Du musst entweder nach... Nee, du musst da hoch und durch das goldene Portal. Ja, ich weiß. Nee, das Tor ist zu. Da kann ich nicht durch. Da brauche ich einen Schlüssel für. Und das habe ich nicht. Oder den habe ich nicht. Da muss ich nämlich jetzt, glaube ich, zuerst nach... Oben. Oben. Dann nach rechts. Dann nach... Oben. Dann noch weiter, ja, okay. Ich hab's. Ab nach oben! Und ich krieg irgendwas. Ja, ich krieg was! Gia! Am besten natürlich ein Dreimalwürfel-Item, das ist der goldene Pilz. Oh, den Lukas. Ja. Nee, der ist leider gerade nicht auf dem Endlich PS. Dürfen wir Lukas hauen! Warte mal, wie ging das nochmal mit... Aber ausholen, ne? Und mit... So. Okay, gut. Eigentlich ist das nur... In der Kiste ist jetzt irgendein Item drin. Eigentlich ist das nur dafür, was, dass man ein zufälliges Item kriegt. Ich verstehe den Sinn dieser Kiste noch nicht ganz. Und ich habe das Spiel schon 3 Stunden am Stück gespielt mit Medi. Er hat sich so aufgeregt. Oh nee, bitte sag nicht, dass ich im Weg stehe. Bitte nicht. Bitte nicht. Aha! Mongos. Wie viele Münzen haben die jetzt verloren? Vortreffer, alle Münzen, die haben jetzt keine Münzen. Ach, Peach, du bist eine geile Fotze. Oh, die hat genügend Münzen für einen Stern. Das dürfen wir nicht zulassen, das wäre nicht deutsch. Was spielen wir denn? Plattenmeister. Och, nee, nicht das ist doof. Das ist nicht so toll. Da, wenn wir jetzt nicht im Kreis gerät, dann sind wir betrunken und dann ist unsere Steuerung verkehrt, dann müssen wir das Teil in der Mitte holen. Hui! Okay, verkehrte Steuerung, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Nur verkehrte Steuerung. Gott, das war so schwer! Und dann sich beschweren, dass er das Spiel nicht mag. Ja, weil ich... Lass mich in Ruhe. Ich bin älter als du, ich darf das. Oder nee, Slowdown-Begründung. Ich habe einen Abschluss, ich darf das.
Slana-Begründung. Mach erstmal deinen Abschluss, dann können wir weiterreden. Eine 1. Krasser Typ. Und Spaß. So, das bringt mir jetzt. Jetzt machen wir das Item, komm. Da kommt jetzt irgendein anderes Item raus. Was ist das? Es ist... nichts! Oder... ach, das zieht Items von anderen ab. Ach so. Ja, wusste ich. Ich habe gerade kein Item verschwendet, nein. Das sah nur so aus. Grafikglitch. Genau, Grafikfehler, ja. Eigentlich habe ich jetzt einen Dreimal-Bemund bekommen. Och, Lava-Insel. Glaube ich auch kacke. Es hat Krebs. Ach, das kenne ich glaube ich noch gar nicht. Achso, ja, genau. Die verschieben sich und man darf halt nicht in Lava fallen. Man muss halt kämpfen und überleben. Und ich werde sowieso verkacken. Ach, wirklich? Ja. Stirb, Mario! Ah, was. Ich. Ich verstehe nicht mal die Steuerung. Ah! Ah! Okay, Luigi ist schon mal weg. Wie er nur behindert rumsteht und schlägt. Ja. War ja zum Glück nicht knapp. Ach man, es hat keiner gewonnen. Schade. Oh, Gleichstand. Naja, besser keiner als nicht ich, ne? Besser keiner als nicht ich. Ja, ist das so. Und nur noch 10 Runden. Mal gucken, wer das wohl gewinnen wird. Oh, mein Kopf tut weh. Okay. Mein Peach hat vor meinen Stern kommt, weil das doof, weil die hat halt mehr Münzen als ich, war. Ich hoffe mal, dass es nicht der Fall ist, dass die vor meinen Stern kommen, weil sonst kriege ich AIDS. Oh, da. Achso. Tschüss. Er ist zwar näher am Stern, aber er hat immer noch keine Münzen dafür. Okay, komm, gib mir eine gute Zahl. Und? Okay. 7. Damit kann man leben. Ich hätte gelacht, wärst du jetzt nach unten gelaufen. Hast du mich echt für so blöd? Ja. Ich hasse dich. Oh, 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 2. Starke Zahl, starke Zahl. Sie holt auf. Bitte, lass jemand das Ding abschießen. Kugelchaos, kenne ich das schon? Ach ja. Genau, sind wir auf Kugeln und müssen... nicht... noch mehr Lava. Ja, noch mehr Lava. Ah! Nein! Oh, die mobben dich. Alter, geh weg, Mario, du Hure! It's fuck you! Peach ist einfach runtergerollt, ohne dass sie jemand berührt hat. Die mobben dich, die machen einen Türkenkreis, oder? Mario! Bist du... Nein, Lucia! Deutsch! Marv! Alter! Das ist so... Nein! Bamsen! Bam! Nein, der will nicht runter, Alter. Fuck! Ja! So doch du. Nein. Er verfolgt mich. Nein. Wie er wegrennt, diese Pussy. Wie er hat gesehen, wie der weggerannt ist, Alter. Was für eine Pussy. Er ist die hinterher gerannt. Und dann ist er weggerannt. Ja, gut. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Ach je. Du bist ein richtiger Mongo. Du auch. Ich weiß. Mein Handy hat vibriert. Oh, irgendwas. Bitte zünde jemand dieses Teil. Irgendwas auf Twitter ist passiert. Du hast sowieso kein Geld. Er ist gleich am Stern. Glückwunsch mit 9 Münzen. Du kannst so viel ausrichten. Yahoo. Yes! Oh, ich kann Stern klauen. Halt, warte mal, wie viele Münzen habe ich dann noch? 28, das passt.
Ich meine, er hat mir schon seine zwei Sterne gegeben und jetzt kriege ich einfach noch einen Stern. Ich bin zu einem. Ich lache, wenn er jetzt mit dir tauscht. Nee, das passiert nicht. Warum nicht? Du hättest nach links gemusst. Na, was laberst du? Der Stern ist da unten. Ach was. Doch, guck. Auf der Straße sind wir gerade. Da ist der Stern. Und da sind wir. Ich wurde jetzt gerade ein Feld zurückgeworfen, also das ist nicht so dramatisch. Ja, gut. Außer natürlich, Peach würfelt jetzt eine 20. Okay. Sie hat eine 1 gewürfelt. GG. Während die dann ganz kurz ihr Spielchen macht, guck ich mal kurz was auf Twitter war. Vielleicht ist das richtig ist. Ach so. Frame hat an mich getweetet. Ich tweet mal zurück. Hallo. Hallo. Rahmen LP. Halt Rahmen. Rahmen schreibt man schon mit. Da. Mein Tweet an Frame. Lest ihn erst tun. Tweetchen. Oh, 4-Player Game. Sorry, dass ich ein bisschen AFK war. Plattform-Chaos. Kenne ich das schon? Ja. Nein, kenne ich nicht. Das Springen von Plattformen sind Plattformen, wer als erstes den euch gewinnt, bewegen und springen. Guck mal, ich kann springen. Ich kann nach vor und zurücklaufen. Ja. Spaß. Guck mal, wie ihn dazu läuft. Diese alte Grafik, ne? Ja klar, deswegen heißt sie auch Retro Friday. Ich meine, ich mag die alte Grafik irgendwie. Irgendwie, ich bin Letzter. Warum bin ich Letzter? Nein, ich fall runter! Scheiße. Aha. Takt. Irgendwie nimmt mich das mit dem Plattformen ein bisschen an Mario Party 64 in dem ersten Bowser-Dings. Ja, gut, es gibt sowieso wieder einen Draw. Was? Ach ne, Peach war Erste. Diese Füße von Luigi. Welche Füße? Das sind nur Polygone. Das ist nichts anderes. Das sind Nudeln. Das sind Nudeln. Ich krieg sowieso gleich den Stern, außer natürlich, ich würfel jetzt eine 1. Was bestimmt jetzt passieren, vielleicht gesagt. Oh mein Gott, er kann Münzen stehlen. Ey, nein, lass meine... Oh, fuck. Jetzt krieg ich zu viele Münzen weg. Weil so viel kann man gar nicht spammen. Das ist nämlich richtig unfair. Ich hab Argus, jetzt habe ich nicht mehr genügend Münzen für den Stern. Ich brauche eine niedrige Zahl und muss das nächste Minispiel gewinnen. Egal, ich habe mir den Stern von Luigi geklaut, YOLO. Egal, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Ich würfel jetzt einfach eine 1 und dann gewinne ich das nächste Minispiel und dann gehe ich zum Stern. Das habe ich jetzt so geplant. Dann würfelst du eine 20. Man kann nur eine 10 würfeln. Egal. Was würfelt Mario? Was kriegt der? Was ist das? Ich wette, da ist die Essenz des Krebses drin. Das wird toll. Das ist eine Flasche AIDS. Eine Flasche AIDS. Jetzt neu AIDS in der Flasche, nur für ihr Kind. Übrigens, Mario ist direkt hinter dir. Ich weiß. Ich glaube, der hat genug Münzen für einen Stern. Ich weiß. Na toll. Ich mach das jetzt einfach. Fick dich, Tod, stirb an AIDS. Oh, Fragezeichen. Okay, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Außer, dass halt Peach noch so nah dran ist. Alter, weh, du klaust Münzen von mir. Fick dich! Warum nehmen die immer mich? Warum? Damit du es schwerer hast. Danke, jetzt habe ich gar keine Münzen mehr. Natürlich.
Sehr froh, dass sie keine Sterne geklaut hat. Ja, ein Bonus-Minispiel und ich kann nichts verlieren, weil ich keine Münzen habe. Ja! Bitte lass es kein Duselspiel sein. Ich hasse nämlich Duselspiele. Oh ja, wir dürfen jetzt grabbeln, Valle. Huh? Oh ja, die Grabbelhütte. Oh ja. Da müssen wir halt jetzt von den anderen die Pilze hinten aus den Tüten rauskrabbeln. Und der am Ende die meisten Pilze hat, gewinnt. Ich! Wie krabbelt man nochmal? Okay, ich hab's wieder mit B. Oder nicht? Du bist behindert. Hä? Ich weiß nicht, wie man krabbelt. Ja gut, ich habe wenigstens keine Pilze verloren. Ich hätte mir die Steuerung nochmal durchlesen sollen. Natürlich ist Peach Erste geworden. Warum bin ich Letzter? Ich hab mich. Du verlierst dieses Spiel einfach noch. Ich hatte sowieso keine Scheißdurch drauf, Alter. Ich gewinne sowieso, weil wegen unfairen Maßnahmen, weil ich schon ganz viele Sterne geklaut habe. So, jetzt lese ich mich Steuerung dann doch nochmal durch. Wir müssen die Bomben. Ach ja, genau, wir müssen die Bonbons auf Luigi schleudern. Auf den Hurensohn da im See. Auf die Missgeburt. Missgeburt. Wir müssen den Lookstick schlipsen lassen. Oh ja, Lookstep. Ja, genau, Patrick. So wirft man die Bomben richtig. Oh, er wirft richtig in seine Richtung. Oh ja, da sitzt er. Genau da. Man kann auch nicht so gut einstellen, man wirft in die Richtung, wo man steht. Ja, okay, perfekt, Mario hat's gewonnen. Du hast richtig präzise geworfen. Halt deine Fresse! Okay, ich hole mir den Münzen wieder auf. Ich brauche es nochmal 10. Ich weiß nicht. Komm ich nicht am. Was macht denn das Item? Das interessiert mich jetzt. Jetzt kommt der AIDS raus. Da ist der AIDS. Ich bringe dich wohin? Im Stern. Okay, er hat sowieso nicht genügend Münzen, oder? Das weiß keiner so genau. Diese Animation, dass sie um die Welt fliegen, ist so unnötig. Vor allem, wenn wir auf einer. Ach, er hat genügend Münzen. Egal, ich habe immer noch 3 Sterne. Das sind sowieso nur noch. Okay, 6 Runden. Da kann auch viel passieren, Leute. Wenn dann weil Pete so viel Münzen hat. Keine Ahnung. Hab keine Ahnung. Wie viele Sterne gibt es denn noch? So lange bis die Runden zwar vorbei sind. Wir haben noch 6. Ach stimmt, wir sind noch 6 Runden. Ja. Stimmt, es geht ja nach unten. Ja, ich habe die Distanz eingestellt. Achso, das ist die zweite Part. Den letzten habe ich letzten Freitag schon hochgeladen. Da haben wir schon ein paar Runden gemacht. Er muss einfach 5 Münzen zahlen, einfach so. Mit 2. Ich hätte das mir voll wert. Eine 4. Ich muss meine Minispiele ein bisschen mehr reißen, Alter. Ich habe auch Bonussterne. Wenn danach nachher Minispielsterne kommen, dann verliere ich total. Bitte 69 Sterne. Puzzlefix. Mal gucken, wie ich da abschneide. Ja, keine. Ja, ja. Puzzlefix. Ah, plus 2 Sternverteidiger. Da muss man das Teil nachstellen, das da kommt. Wir brauchen Koopa. Wakata. Ja, du bist richtig gut, Patrick. Ja, das ist nicht sonderlich schwer. Oh ja, schneller, Patrick. Ich kann nicht schneller.
Es ist nicht möglich, schneller zu machen, als es möglich ist zu machen. Schnell! Warum? Wie schnell sind die anderen? So schnell! Nein, ich schaff das! Ich gewinn das! Ich hab gewonnen! Ja! Mario hat so ein Teil einfach zweimal zu oft gedreht. Das habe ich auch schon mal gemacht, also... So, was passiert schneller als man will, weißt du? Das ist so schnell, bam, und man hat gefickt. Er geht direkt zum Stern. Er geht doch nicht direkt zum Stern. Doch, er geht direkt zum Stern. Er geht nicht direkt zum Stern. Ich hab Durst, aber ich hab nichts zu trinken hier. Vale, bring mir was zu trinken. Nö. Warum? Ich hab auch nichts zu trinken hier. Ich brauche Durst. Ja, das ist möglich. Hirsch das A, bitte. Und was kriegt der? Der zeigt dir, wie man zuhaut, ja? Ja, das ist viel gebracht, der hat. Wow. Das war perfekt, Mario. Herzlichen Glückwunsch für den Miss. Toll gemacht. Wir sind alle sehr stolz auf deine Leistungen. Yeah. Schon wieder ein Bonus-Mitspiel. Aber jetzt habe ich Münzen. Nein. Diesmal lässt mir aber die Steuerung durch. Wettrennen. Warum ist das Wett und das Rennen geteilt? Das Rennen beginnt in Kürze. Setzt auf den Teilnehmer, von dem ihr glaubt, dass er das Rennen gewinnen kann. Auf geht's. Teilnehmer werden Wettrennen. Ach, es ist wieder nur Glück. Rennmann. Es ist wieder nur Glück, ne? Wie immer. Nimm den Fetten. Der hat große Beine. Okay, du sagst mir, wen ich nehmen soll, okay? Ja, den Fetten. Wump? Ja. Wump kann ich nicht mehr nehmen. Dann nimm die Bombe. Ach, ich darf sogar als Letzter auswählen. Das ist ja überhaupt kein Duselspiel oder so. Nein, nein. Kann man irgendwas machen, um dich schneller zu machen? Ja, du hast das Glück, das ist ein explosiver Renner. Ich kann gar nichts machen, ich drücke einfach alle Tasten. Kannst nichts machen. Ich hab dir gesagt, der Fette gewinnt. Ja, ich konnte doch nicht früher setzen, aber meiner war, glaube ich, wenigstens noch Zweiter. Oder? Nein. Weißt du, das ist einfach nur ein verkacktes Duselspiel. Da kann sowas regt mich auf, dass die Bonus-Minispiele oder dass die Kampf-Minispiele immer Glücksspiele sind. Ich hab immer gut. Genau, ich bin als einziges doch keine Janotür. Und da sagt man Call of Duty, da sagt man Ego-Shooter, lass ihn einen Ragen. Die haben noch nie Mario Party gespielt, Alter. Doch, ich hab das Mountain Dash gespielt, ich bin Mods ausgerastet. Ja, was glaubst du, als ob es wie bei der Wii anders ging? Ich hatte ja den Wii-Teil, den muss ich mir bald mal wiederholen. Auf Emulator, dann. Ich gewinne das nächste Minispiel einfach und geht's nach unten. Oh ja. Hi Mario. Wie geht's dir, du kleiner Fratz? Du sagst mir, wann ich zuschlagen soll, okay? Okay, ich mach das. Einmal in die Hände spucken. Und jetzt. Diesmal weiß ich auch, wie das Item funktioniert. Peach hat dieses goldene Schlüsselteil. Bringt mir aber aktuell nicht viel. Scheißegal. Okay, ich muss das Minispiel jetzt gewinnen. Minispiel. Minispiel. Das haben wir doch vor. Das hatten wir am Anfang schon. Das ist schön für dich. Okay, das schaffe ich wieder. Komm, das gewinne ich jetzt. Komm, feuer mich an, Walle. Du verlierst. Ich hasse dich. Nur das erste hat jeder geschafft. Wie schwer. Krass. Ich geh jetzt ab, Alter. Ich hab 2 nicht geschafft.
Ich habe die drei direkt am Stück geschafft. Ich habe so einen Vorsprung. Nein, fast. Nochmal. Nein! Ich habe AIDS, Alter. Ja, ich weiß. Nein, jetzt habe ich gar nicht richtig drauf geachtet. Jetzt. Sag doch. Okay, jetzt noch einmal. Aber das spam ich, weil das ist reines Glück. Da kannst jetzt. Du dich. Oh, nee. Das hat sowieso ein Delay drin. Mir ja, scheißegal. Drück jetzt. Ich hab's gewonnen. Yay! Yeah! Bam! Keine Missgeburt. Ich bin keine Missgeburt. Glaub, ich hol mir jetzt gleich was zu trinken. Fick dich! Du wartest jetzt, bis wir fertig sind. Eiswürfel.